Hey, herzlich willkommen auf meinem Kanal Linda über Liebe. Heute nehme ich dich mal so ein bisschen rein in den Alltag eines Paarberaters. Und zwar ist es so, dass die meisten Paare, die zu mir kommen, einen hohen Grad an Verunsicherung haben wegen der Konflikte, die sie erleben innerhalb ihrer Partnerschaft und auch wegen der Zweifel, die sie erleben am jeweils anderen, an ihrem Gegenüber, dass sie also hin und wieder mal in der Situation sind, die ganze Beziehung an sich in Frage zu stellen. Auch wegen Ängsten, die immer wieder hochkommen, die sie belasten, die Partnerschaft belasten, über die sie vielleicht auch Schwierigkeiten haben zu sprechen. Das sind ganz klassische Anliegen, mit denen Paaren erstmal in meine Grundsatzberatung eintreten. Und ich möchte jetzt mit diesem Video eine Serie starten, die euch die verschiedenen Paarentwicklungsphasen zeigen, um dann auch zu zeigen, diese Konflikte, diese Zweifel, die Ängste, die damit einhergehen, sind typisch für bestimmte Phasen und nicht nur typisch, sondern sogar auch notwendig, um sich als Paar entwickeln zu können. Wir kommen gar nicht an diesen Phasen vorbei. Es ist gut und richtig und wichtig, dass es zwischendurch diese verunsichernden Faktoren innerhalb von Beziehungen gibt. Und es ist nicht, und es ist auch vor allen Dingen normal. Jedes Paar durchläuft diese Phasen in der einen oder anderen Ausprägung und es gehört zur Paarentwicklung dazu. Also, das ist für viele Paare auch erstmal erleichternd zu hören, dass es kein Grund ist, jetzt zu sagen, ach Gott, ihr habt Streit. Ja, das ist ja völlig unnormal. Alle anderen sind immer mega harmonisch. Ihr seid die Einzigen, die das so haben. Also, das kennen wirklich alle Paare. Und da ein bisschen Struktur reinzubringen und zu zeigen, so, das sind die einzelnen Phasen und das erwartet euch in diesen Phasen, hilft manchmal dann auch dabei, das Ganze nicht so überzudramatisieren und gut damit umgehen zu können. Und deswegen möchte ich euch jetzt die fünf verschiedenen Phasen einer Paarentwicklung, also die klassischen fünf Phasen, einmal vorstellen. Und wir starten natürlich in diesem ersten Video mit der ersten Phase. Und die ist natürlich geprägt vom Verliebtsein. So heißt sie auch, die erste Phase. Die erste Phase ist die Verliebtheit. Jede Paarentwicklung beginnt mit der Verliebtheitsphase. Die ist unterschiedlich lang. Das kann man nicht pauschal sagen, wie lang die ist. Typisch für diese Phase ist allerdings, jeder ist noch bei sich selbst, kann noch er selbst sein und gleichzeitig erlebt er den anderen unglaublich intensiv. Also wir sind sehr in unseren Gedanken bei der jeweils anderen Person, spielt eine mega große Rolle in unserem Leben in der Verliebtheitsphase. Und was auch typisch ist, ist, wir sehen den anderen durch eine richtig krass rosarote Brille. Also wir sind weit entfernt von jeglicher Kritik, der andere ist einfach super toll und perfekt. Die Gefahr ist dabei allerdings, dass wir die eigenen Wünsche, die wir so haben an unseren Partner, auf das Gegenüber übertragen, ohne zu wissen, ob das wirklich so ist. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel jemanden wünschen, der extrem höflich ist im Umgang, ne, so, keine Ahnung, Tür aufhält und solche Dinge, dann interpretieren wir in Kleinigkeiten diese Eigenschaft hinein, ohne zu wissen, ob der andere das wirklich erfüllt. Das ist typisch für diese erste Phase. Also wir unterziehen dem anderen keine echte Realitätsüberprüfung, sondern erstmal ist das, was wir uns wünschen, in dem anderen da. Und wenn es nicht total offensichtlich ist, dann interpretieren wir es eben rein. Das ist ganz typisch für diese Phase und auch in Ordnung. In dieser Phase der Verliebtheit sind wir noch sehr sicher. Meistens haben wir noch nicht so mit Verlustängsten zu tun. Auch Angst vor Verletzungen spielt noch keine große Rolle, weil das einfach nicht passiert. Der andere ist ja auch so zu uns, ne? Wir werden von dem anderen ja auch entsprechend glorifiziert und dann werden wir einfach nicht verletzt und auch nicht verlassen. In der Verliebtheitsphase ist die Beziehung sicher. Wir fühlen uns sozusagen ohne Wenn und Aber zugehörig. Und das Schöne an dieser ersten Phase ist, da haben wir wirklich das Gefühl, wir werden so geliebt, wie wir sind. Und das ist auch ein großes Grundbedürfnis, das wir haben in Beziehung, von dem anderen so akzeptiert zu werden, wie wir sind. Problem ist eben, der andere weiß ja noch gar nicht genau, wie wir sind. Und wir wissen auch noch nicht genau, wie der andere ist. Aber im ersten Moment fühlt es sich so an. Schwächen des anderen werden erstmal gar nicht wahrgenommen oder einfach komplett akzeptiert. Ne? So ist überhaupt nicht schlimm, ne? Macht gar nichts, kann ich mit leben, alles super, ist sogar sympathisch, habe ich auch. Ne? So, das ist alles noch alles kein Drama. In dieser Phase erleben wir in unserem Gehirn einen ganz hohen Dopaminausstoß. Das ist so ähnlich wie eine Droge, die wir nehmen. Also das ist mit dem anderen zusammen zu sein, ist so dermaßen erfüllend und macht so krass glücklich, dass man sich eigentlich wünschen könnte, dass es eigentlich immer so ist. Ne? Aber auf die Dauer wäre das für unser Gehirn echt zu viel Stress. Also diese krasse Verliebtheitsphase ist für das Gehirn, da haben wir auch wirklich viel zu tun und sind sehr abgelenkt, haben dann auch keine großen Reserven für andere Dinge, können nicht mehr gut arbeiten, können uns nicht mehr gut auf andere Dinge konzentrieren. Deswegen ist es eigentlich auch ganz gut, dass das auf die Dauer nicht so bleibt.
Es ist wichtig für die erste Bindung, für dieses erste Zusammenfinden, hat auch einen biologischen Effekt. Wir wollen uns paaren, wir wollen uns vermehren. Ne? Das ist das Wichtige in dieser Phase. So sind wir als die Säugetiere, die wir sind, ja auch biologisch angelegt. Also ist auch in Ordnung. In dem Moment, Dopamin führt auch dazu, dass wir Lust haben, mit dem anderen zu schlafen, dass also jederzeit und immer stattfinden kann, unabhängig von irgendwelchen Zyklusphasen, egal, ne? Da haben wir immer Lust zu. Und das ist auch so gewollt, von der Biologie auch so gewollt in dieser ersten Phase. Das sind die typischen Merkmale der ersten Phase. In der nächsten Woche geht es um die zweite Phase. Das ist dann die Symbiose, die Art und Weise, wie wir dann zusammenwachsen nach der ersten großen Verliebtheitsphase. Und wovon die geprägt ist, seht ihr dann im nächsten Video. Bitte denkt daran, dass das Ganze ein Kanal sein soll, der auch auf Austausch beruht. Also es ist total willkommen, dass ihr mir schreibt, dass ihr was in die Kommentare schreibt, vielleicht über eure eigenen Erfahrungen, eure Verliebtheitsphase. Vielleicht seid ihr gerade drin oder vielleicht wisst ihr es noch von eurer Beziehung, wie es war. Schreibt das gerne rein, es interessiert mich. Aber auch wenn ihr selber ein Thema habt, auch mit in dieser Verliebtheitsphase zum Beispiel, vielleicht erlebt ihr Störungen in eurer eigenen Verliebtheitsphase, dann schreibt mir gerne. Ich nehme das gerne auf und werde dann auf jeden Fall ein Video machen, wo ich eure Fragen beantworte, die dann wirklich 1:1 reale Probleme sind, mit denen ihr euch gerne auseinandersetzen möchtet, von denen ihr euch wünscht, dass ich das vielleicht mal hier in so einem Video behandle. Die E-Mail-Adresse, an die ihr euch wenden könnt, schreibe ich in die Kommentare rein, könnt ihr euch angucken, also in die Videobeschreibung, da seht ihr das. Und in der Videobeschreibung findet ihr auch den Link zu meiner Homepage, also wenn euch interessiert, was ich sonst noch so mache, dann besucht mich gerne auf meiner Homepage, ich würde mich freuen. Und natürlich, abonniert bitte das Video, abonniert bitte den Kanal, liked mein Video, das hilft mir sehr in meiner Arbeit, darüber würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns nächste Woche zur zweiten Phase. Ich freue mich. Bis nächste Woche. Macht's gut. Eure Linda.